Wie bekomme ich ihn? Wie kann ich einen Mann verliebt machen? Zunächst solltest du wissen, dass jeder Mensch in der Lage ist, sich für einen Menschen interessant zu machen. Das geht mit einfachen und wirkungsvollen Tricks, die im Unterbewusstsein des Mannes eindringen und dich somit interessant machen. Bevor du diese Tricks anwenden kannst, musst du jedoch einige Dinge beachten. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist: Was genau stellst du dir mit diesem Mann vor? Möchtest du nur eine Affäre oder möchtest du eine ernsthafte Beziehung mit ihm? Es gibt nämlich Signale, die du unbewusst sendest, die dafür sorgen, dass ein Mann dich oberflächlich attraktiv findet oder sich wirklich etwas Ernstes mit dir vorstellen kann und wirklich an dir interessiert ist. Du kennst es sicherlich, wenn du durch die Stadt gehst und jemanden siehst, den du gar nicht kennst, aber du bildest dir automatisch eine Meinung über diese Person. Aufgrund der Art, wie er sich bewegt, wie er redet und wie er gekleidet ist. Du kennst ihn zwar nicht, aber du kannst dir gut vorstellen, wie er drauf ist und ob er sympathisch für dich ist oder nicht. Und dazu muss ein Mensch nicht mal etwas sagen. Allein die Körpersprache verrät sehr viel über einen Menschen. Und diese Signale sendest auch du. Welche Signale du momentan sendest, kann ich dir leider nicht sagen, weil ich dich leider nicht kenne. Aber ich kann dir sagen, dass du heute lernen wirst, die richtigen Signale zu senden, damit dein Traummann sich in dich verliebt. Lade dir jetzt meinen Gratis-Ratgeber Mann verliebt machen, die richtigen Signale senden, kostenlos herunter. Klicke dazu unter diesem Video auf den Download-Link und du kannst dir meinen Ratgeber kostenlos herunterladen. Außerdem zeige ich dir danach noch, wie du deinen Traummann in dich verliebt machen kannst. Ich danke dir für dein Vertrauen und dein Interesse und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich, dein Daniel Caballero.